Ich sagte aufstehen, verdammt. Was denn? Ich war doch kurz davor. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Meinetwegen. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Wie sollte ich das bitte gemacht haben? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Drohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Na, das ist mir doch egal. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen könnten. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Oh Mann, oh Mann. Die armen Assassinen. Und Lucy ist schuld, wie wir herausgefunden haben. Mal schauen, gibt's neuen E-Mail-Verkehr? Dass sie die Türnummer aber auch nicht geändert haben. Dämlich. Habe ich schon eine E-Mail angeklickt? Gelöscht. Oh. Konfzimmertür funktioniert nicht. Vielleicht ist Remote Access abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Haben Sie den neuen? Nein, wie lautet der? Freunde. Ich habe da was gefunden. Bingo. So, und was können wir jetzt hier machen? Huch, hallo, hallo. Schickes Konferenzzimmer. Okay. Spannend sieht's ja nicht unbedingt aus. Können wir hier durch? Nee. Okay. Ah, da ist ein Laptop. Laptop. Hallo, kann ich den benutzen? Ja. Bingo. Mal schauen, was wir hier haben. Passwort eingeben? Wow. Das hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Wow. Das war es ja total wert. Ich schaue auch einfach nicht in den Rechner von dem Warren Wittig da hinten, von dem Prof. Da werden wir ja eh keinen Zugang zu haben. Aber schön, dass wir jetzt zumindest uns ein bisschen weiter immer bewegen können. Komm. Beliebige Taste drücken, um zu interagieren. Wieder die andere Schriftzeichen diesmal. Nächste Morgen. Hoch! Ja. Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Oh ja, ich nicht. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Naja, und die Allgemeinbevölkerung nicht. Und ich werde wahrscheinlich getötet. Zumindest. Ja, meine ich doch. Ach, ich will doch nicht getötet werden, nachdem ich hier durch bin. Hi, Lucy.
So, dann stellen wir Al-Mualem mal zur Rede. Die alte Potsau. Fortsetzen. Und los geht's. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Hoffentlich geht das gut. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Und warum ist alles so grau? Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Was? Das ist die Wahrheit. Nein. Ihr seid von Sinnen. Hat er etwa den... Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet Er hat den Edensplitter benutzt. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Halt die Backe. Oh. Oh, also das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Al-Mualem, was hast du gemacht? Du Verräter. Oh, Mualem, führe uns! Befehle uns! Dieses Schwein hat die Leute Gehirn gewaschen. Mit dem Edensplitter, den wir ihm besorgt haben. Was wollt ihr? Lass mich gefälligst durch. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht schön. Ich muss hier den Kodex verletzen, weil meine Brüder mich hier angegriffen haben. Aber zum Glück sind wir ja inzwischen geschult im Umgang mit Lichtschwert. Patscheinchen weg, Junge. Zack, in den Bauch. So, das war's dann. Rot und Frieden. Assassin. Für das Licht! Was? Wieso Verräter? Ich hab gar nichts gemacht. Nicht den Weg! Vernichtet ihn! Ja, dich hol ich mir! Ach Leute, kommt schon. Muss das wirklich sein? Muss ich hier wirklich die eigenen Assassinen? Oh Gott, sind das viele. Früher habe ich nie Blocken eingesetzt, da war das dann nochmal deutlich schwieriger. Uiuiui, was hat der gemacht, der Verrückte? Bastard. Nein! Alter, ihr! Hier oben! Oh. Wie soll ich da hinkommen? Ah, jetzt. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Wir gehen rein. Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Aber das ist meine Aufgabe. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Viel Glück, Malik. Viel Glück. Friede sei mit euch, mein Freund.
Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Hoffen wir es. Oh. Al-Mualim! Zeig dich, du Sau. Du räudiger Verräter. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Es ist soweit. Nein! Was ist das? Was geht vor? Der Edensplitter. Der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, Alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet ihn, Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Was? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen hier erstmal ein Stück Abstand gewinnen. Alter! Patschhändchen weg, Robert! Uiuiuiui. Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und die Wurfmesser können wir ganz gut gebrauchen. Weil das sind im Moment ein paar viele. Haltet ihn! Gebe ich ihm Wow. Na, das gibt's doch nicht. Diese Kackbäume. Ich glaube, ich spinne. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Ja, das habe ich probiert. Da bin ich gegen einen Baum gelaufen. Worauf ab? Hallo, Alter. Ich glaube, ich... In dem Moment hier ist die Steuerung echt für den Arsch. So. So, jetzt sind wir wieder im freien Laufen. Oh. Warte mal, könnten wir vielleicht... Ja. Alter Wien, lass ihn nicht entwischen. Männer, worauf wartet ihr? Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Wen will er bitte alles getötet haben? Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten?
Sieht nur, über welche Macht ich verfüge. Oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oh. Ja, ich verschwinde dann mal. Wir haben nur noch 4 Wurfmesser. Oh Mann, das wird schwierig mit nur 4 Waffen. Mit nur noch 2 Messern, aber auch immer nur noch so viele Gegner. Na komm. Oh. Alter. Oh. Ich glaube, ich spinne. Nee, das gibt's doch nicht. Man kommt aber auch nicht schnell genug weg. Oh, bitte nicht wieder bei gegen die ganzen. Schreiten die Wachen nicht ein. Es wird reichen, wenn man nur noch gegen ihn kämpfen muss. Ja, zumindest etwas. Oh, komm. Hallo. Diese Kacksteuerung meistens. Alter. Wir haben immer noch 4 Wurfmesser. Och, nee. Dann müssen wir wohl so spielen wie in Diablo und schön kiten. Daneben geworfen, tatsächlich. Ach! Toll. Das bringt mir jetzt gerade nicht so viel. Dann werde ich wohl wieder da oben rauf müssen. Um die probieren einzeln zu kriegen. Oh Junge, ist das ein Kampf. Vor allem so unfair. 18 gegen 1. Ich meine, hallo. Ach, oh. Ja. Was nun? Oh. Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Ja. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Illusion. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das... Illusionen!
allesamt! Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Das ist es nicht, Almuerlem. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Jeder braucht den freien Willen. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Und ihr wart ein machtgeiler Meister. Nehmt das, Almuerlem. Boah, der blockt ja echt alles. Was? Blind, Alter, ihr. Ihr wart die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Was ist denn jetzt los? Hallo? 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 Was ist denn los jetzt? Ach, da oben ist irgendwas. Nee, das ist nur eine Fackel. Hallo, was ist los? Wo ist der Almuerlem hin? Ah, da ist er. Meine Klinge sieht für mich, Almuerlem. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Zeig dich endlich, du Feigling! Stell dich dem Kampf Mann gegen Mann! Es ist vorbei. Unmöglich! Der Schüler kann den Meister nicht besiegen! Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Wahren Frieden? Niemals. Als eine Illusion? Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind der war. Edensplitter. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Ich, die Erde. Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter Jäger. Japan, Australien, China, Russland, nicht. Indien, Arabien, Ägypten, Israel, Monaco, Schottland, Großbritannien, Grönland, Amerika, Kanada, der Pazifik. Überall dort ist etwas versteckt. Wir haben es. Es ist schön. Und wir sind wieder in der Realität. Was war das, verdammt? Das war der Edensplitter. Und? Wir haben die Karte.
Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Was? Wer ist das denn? Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wer ist das? Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Der höchste Templer? Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen, seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut, stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Danke, Lucy, übrigens. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht zu gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Und warum habe ich gerade das Adlerauge gehabt? Hallo? Kann ich den noch benutzen? Nein. Sehr merkwürdig. Ist hier irgendwas jetzt drin? Nein. Gut, dann gehen wir knacken. Und schauen, wie es weitergeht. Na dann. Können wir knacken? Hallo? Was können wir denn hier jetzt machen? Huch. Hallo? Spiel? Hallo? Ich weiß gerade echt nicht, wie es hier jetzt weitergeht. Wir können hier mit nichts interagieren. Die Computer sind aus, der Animus ist aus. Kann ich mich noch hier dran setzen? Nee. Ja. Was soll jetzt passieren? Gucken wir doch nochmal in den Konferenzraum, ob da jetzt am Computer was geht. Weil das ist doch ein bisschen merkwürdig, was hier gerade ist. Jetzt können wir hier interagieren und nur hier. Wahrscheinlich wird uns der Zugriff aber verweigert. Ja, dachte ich mir. Hier kommen wir auch nicht raus. Okay, das ist sehr merkwürdig. Hier oben ist auch nichts. Also, liebe Leute, ich weiß gerade echt nicht, wie es hier weitergehen soll. Was? Hat da unten was geblinkt? Nee. Hallo? Oh. Was zur Hölle? Sieht aus wie... Ist das Blut? Ach. Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Schande. Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten? Was? Was ist das für ein Zeichen? Ja, und da ist Assassin's Creed auch schon zu Ende, der erste Teil. Und ich muss sagen... Es hat mir durchaus Spaß gemacht. Also bis auf so ein paar... Ja... Rumquirelen der Technik
was Klettern und so angeht, und die Bettler und Besowskis und die Ungors natürlich. Besonderer Dank an Mike Burrow, Shannon Drone. Jade Raymond hat Assassin's Creed produziert, ist jetzt Leiterin von Ubisoft Montreal und ist jetzt leider nicht mehr für Assassin's Creed verantwortlich, aber naja, was soll man machen? Ja, ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat und ja, die Fahnen und Templer haben wir jetzt nicht erledigt und das Bonusprogramm auch nicht. Wobei, ich werde mal schauen, ob das vielleicht anspielbar ist oder wie leicht das freischaltbar ist oder was da passiert. Und ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war euch zeit- und streckenweise nicht zu leise oder zu still geworden, weil bei manchen Sachen habe ich mich wirklich konzentriert. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Let's Plays. Schaut da doch auch mal rein, wenn ihr Lust habt. Und bald kommt Assassin's Creed 2. Ich habe das hier schon neben mir liegen. A permanent Internet Connection is required to play this game. Ubisoft PEGI 18 Live the Creed. Ich habe die englische Import, also den UK Import. Das war günstiger. Und was will man noch groß sagen? Ich bedanke mich einfach nochmal bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Und ich lasse natürlich hier die Credits noch weiterlaufen. Kristen Bell hat Lucy gesprochen. Philipp Schabers, Altair und Nolan North. Desmond Miles. Und das sollte es auch reichen. Das sollte auch erstmal reichen. Bis. Ja, komm. Ach, komm, machen wir es doch einfach nochmal. Ich bedanke mich noch einmal bei euch. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Schaut in die anderen Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.